So, na, das ist hier aber ein schöner Empfang. In Kräuterkin, in Kräuterkin. Wir kloppen das mal aufeinander. Ist doch Wahnsinn. Speichern. Naja, sag mal, Leo, wir haben jetzt anscheinend eine Taschenlampe oder irgend so was, ne? Oder? Wir leuchten so auf dem Felsen. Naja, egal. So, it seems you killed Krauser too. How shall I return my appreciation? What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart mouthing while you can. Verifica la presión de esa válvula. ¿Y tú? ¿Viste algo? No hay problema. Damn. Hey, it's about time. Sorry, bad traffic. I'll cover you. Mira, eran los de pólvora. Ja, auch da muss ich mich natürlich wieder fragen. Ja, da schleicht sich so ein Helikopter von oben an und drückt sich ganz leise den Wasserturm zur Seite. Aber ganz leise, genau mit dem Licht. So, nichtsdestotrotz ist Mike. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen hier nochmal mein Mikrofon-Setting ein bisschen ändern. Es ist ganz schön laut. So. Nichtsdestotrotz ist Mike natürlich eine sehr willkommene Abwechslung und eine sehr willkommene Verstärkung. To cover. Mann, alle, los, komm. Mann, alle. Nice, nice. Das ist ja geil. Also das ist ja mal wirklich eine gute Verstärkung. Really, ey? Nee. Oh, nee. Nee, das widerstrebt mir wirklich zutiefst. Ich kann doch keine Magnum-Munition zurücklassen. Das geht nicht. Das geht nicht. Jahrelanges Resident Evil spielen haben die gesagt. Und die Herrschaft Zeiten, Alter. So, jetzt müssen wir das leider mal anders machen. Jetzt, what are we doing? Das verwenden wir. Du kommst hier hin. Wir laden schnell, Alter. I check cover. Oh shit.
Wichser. Das ist Hammer. Oh shit. Okay. Okay. Och. Mann, oh. Was ist denn das für Scheiß? Verwenden. Nachladen. Schlawonkel, Schlawonkel. Wo sind sie denn? Wo ist er denn? Wo wird denn hier gestorben, neuerdings? Oh! Lässt natürlich auch nichts fallen. Hey, you! Eieieiei! Hier Krieg, ey. Beine Fresse. Eine Lautstärke. Hat der eine schusssichere Weste? Morphling hier. Von hinten. Von hinten. Bam. Ja, also er haut sie weg. Kannst du ja anders sagen, ne? Er haut sie weg. So. TMP-Munition. Geil. Hol dir Motor. So, okay, also das Spiel ist heute mega laut hier irgendwie. Ist natürlich halt durch seinen Rummelballer und Rummelschlonzer dadurch nicht unbedingt. Oh, besser. Aber, bitte nicht wundern, wenn ich hier heute anscheinend ein bisschen rumschreie. Ja, sorry. I'm full. I'm so fucking full. So, climb up the ladder. So, finden wir hier oben noch was Schönes? Der schläft nur. Okay. Okay. Wo ist der da hin? Nein! Ich hatte mir den Kopf gesetzt. Okay. Schildträger sind natürlich eine ganz blöde Sache. Burn, Motherfucker. Burn. So, keiner von denen lässt ihn verliehen? Nein, gut, Spinne. Darf ja wohl nicht wahr sein. Kämpfen uns quasi immer weiter vor. Klettern? Oh, so eine Granate und voll. Ja, voll, dann voll. So, okay. Was ist das? Nochmal. Keine Leiter bitte runtergeklettert, die wird einfach nur runtergesprungen. Scheißegal. I'm stuntman. I'm a fucking stuntman. Na gut. Fass. Sniper. Okay. Irgendwas. Nichts im Gammelzelt. Hier das Springen. Nichts. So,
uns da hinten mal scheinbar drum. Der Helikopter. Mike. Magic Mike. Aber, er ist wirklich echt eine Hilfe. Guck mal die anders an. Ach, von hier kommt doch einfach. Schön im Kreis gelaufen. Geil. Ja, wahrscheinlich werdet ihr schon die ganze Zeit irgendwie so Epic Facepalm-mäßig irgendwie. Alter, wo läuft der Typ denn hin? Warum läuft er denn wieder zurück? Ja, willkommen bei Benny und Steve auf dem Kanal. Ach, das ist ja also auch wirklich. So, na gut. Dann juckeln wir hier nochmal hoch. Schießt er denn nochmal da oben auf den Ton? Was ist denn? Steht da einer? Kommt der neben? Jetzt? Nicht. Kann ich nicht. Aber was ich kann. Reload. And then. Achso, ja, stimmt. Warte mal, Moment. Ich hier kein Geiz durch. Na, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, Scharfschützen. Idee, ne? Weg mal zu Dings drauf. Ja, ja, komm. Oh shit. Alter, das ist noch euer Schild. Alter, das sind hier alle Headshots hier, die ich hier ansetze. Meine Güte. Oh, you, my friend. So. Okay. Sieht ja jetzt soweit erstmal IO aus. Jetzt mal hier hin. Snappen wir erstmal. Cash. Und die. Da kann da irgendwas, Alter. Was? Also selbst jetzt kann ich sie nicht nehmen. Es sei denn, ich lade hier nochmal nach. So ein kasperhaftes Mikromanagement jetzt hier, ey. Meine Fresse. Am besten verkauf irgendwie alle Überflüsse und zieh wirklich nur mit dem Elementarsten in Krieg. Da liegt noch irgendwie eine Feuerstange. So, nichtsdestotrotz ist der Helikopter echt fucking laut, ey. Ich meine, es ist halt zwar Kriegsgebiet. Das soll jetzt ohne den Zimmerlautstärke passieren, aber es ist wirklich, es ist laut. Kannst du mir sagen. So, gucken wir mal, was Captain Schnorrer Näschen hat fallen lassen. Granate? Nicht die scheiß Granate nur? So. Ich wollte doch noch mal kicken, was er da oben hat. Ja. Aus welchem Grund rotzt er immer noch auf diesen Ton? Ich verstehe nicht. Hab ich hier irgendwas übersehen? Aber das hat einfach nur damit da irgendwas zu tun hat. Okay, damit es irgendwie nach Action aussieht. Komm, lass mal auf jeden Fall schießen hier. Der geht schon hoch. Ja, gut. Also hier ist ja wurscht. Wird umsonst. Umsonst, denn müssen wir jetzt hier vorne. In den Krieg. In Kontakt. Ach du Scheiße. Na, du Scheiße, Alter. Na, das kann ja was werden. So, wie schaut es denn noch so aus hier, Bro? Ach du Kacke. Ach du Kacke, Alter. Ja, nee, zwei Gatlings kann man mal machen. Kann man mal machen. Kann man. Na, das wird sich doch jetzt nicht gelohnt haben. Ach komm, Alter. Komm. Wirklich, das ist. Wollte mich scheiße mal verarschen.
Okay. Mann, Keulchen, Alter. Als da rum, Alter, der Typ. Mann, Alter, komm, lass mich doch jetzt einfach mal. Komm, jetzt sammeln wir schnell die Kohle ein. Keiner muss sterben, alles ist so. Guck mal. So! Pinsel, ey, was ist los hier? Hier aus dem Weg, hier aus dem Weg, hier aus dem Weg. Ich kann hier nie aus dem Weg gehen. Oh, ich hab nicht mehr so viel ab. So. Ja, der. Ne. Pass auf, wir haben so viel Schuss dafür. Überall liegt hier irgendwelche Munition rum. Nehmen. Ah. Komm jetzt nicht mit T-Cover, Alter. Das ist doch albern. Das ist doch einfach albern. Ja, warum kann ich das hier nicht nehmen? Bitte geh. Geh aus dem Weg, Mann. Das wäre immer geil, hätte man mit dem Ding knipsen können. Irgendwie. Das hätte bestimmt viel Spaß gemacht. So. Aber salamisch. Mike. Du the best. Ha! Okay, es wird erstmal ruhig, ist erstmal nicht verkehrt, also so von der Musik. Jetzt immer noch den Hubschrauber, der zwar schießt, aber der hat vorhin auch schon einfach sinnlos vor sich hingeschossen. So, müssen wir das jetzt hier einfach mal eintreten. Und dann laufen wir auf die andere Seite. So, Janikum. Und. Das freut mich. Ich bin ja aber so weit von begeistert. So, da unten lag jetzt noch TMP-Munition. Kann ich denn jetzt hier nicht mehr erspielen? Leute, das kann doch nicht so schwer sein. Springt aus jedem beschissenen Fenster. TMP-Munition haben wir genommen. Sehr schön. Jetzt lade ich nochmal schnell nach, damit ich hier irgendwie etwas Platz bekomme. Und. Kurzer Blick auf die Karte noch, irgendwie. Okay, alles klar, wir haben jetzt nicht irgendwelche Schätze übersehen. Das ist ja mal toll. Hurra! Take cover!
we get out of here, drinks are on me. Yeah, hey, I know a good bar. Mike! Make sure you're the next to go, Sadler. Ooh, I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard! It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insects' life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Mike! No! Get to the chopper! Tja, scheiße. Mike. Mike is gone. Mike is gone. Aber auch da sieht man so ein bisschen, ja, wie die Perspektive sich auch verzerren kann, ja? Während Leon sich durch aber Dutzende von Dorfbewohnern mäht, ja, holt Sadler einen Typen im Helikopter runter. Oh, was glänzt da hinten? Und er ist das Tier. Ja. Sadler, you bastard. Ja, muss man mal auch mal in Relation sehen, alle. Ein Schmaragd. Ein schöner, schöner Schmaragd. Ja, leider wartet mit Mike. Es ist schade, aber Mike hat uns hier mega gut geholfen. Und wir werden um ihn trauern. Und komm, können wir nochmal runterschauen. Mike, dafür werden sie bezahlen. Ja. Ach Mann, Mike. So, haben wir da was? Ja. Das macht ein bisschen, es bedrückt ein wenig. Aber ist okay, wisst ihr, er haut ihn halt total raus irgendwie, aber... Oh, ich geb ihn eine Runde. Ich geb eine Runde. Oh. Nein, bitte. Ah, du hinter mir. Oh, schmeckt gut. Ein Perlenanhänger. Okay. Alles klar. Leon, you okay? Yeah. Sorry, Ada. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Also, okay, lass es aufteilen. Ja, gesagt, Ada ist, ist schon ein cooler Charakter, muss man sagen. Aber auch, man wird auch nicht schlau aus ihr. Ja, man wird auch nicht wirklich schlau aus ihr. Aber das soll man ja auch, das ist ja Teil ihrer Charakterzeichnung. Küre die doch schon. Sind relativ runtergeschossen mit der Scharfschützenmunition. Und wir hören ein Generado hier irgendwo. Gibt's Kraut? Kann ich noch irgendwas mixen? No.
Was ist denn für ein Stuhl? Das sollte vielleicht eher legal sein. Oh, hier ist noch. Granate. Okay, bleibt erstmal hier drin. Oh Gott. Können wir das wieder zumachen, den Deckel? Die Frage ist, wo steckt er denn? Hier ist noch eine Scharfschützenmunition. Wahrscheinlich hier vorne, ne? Oder? Ja, hallo, hier ist er. So, das dürfte, glaube ich, auch gereicht haben, um ihn zu trügern. Da kommt er, der Boy. Mach. Platsch. Cooler Shit. Alles klar. Das war ja noch recht einfach. Okay, nix. Was haben wir da? Alter, warum hängt denn die alle denn hässlichen scheiß Fleischsäckblick hier? Ganz köstlich. So, grüne Kraut werden wir umfangen. Nice. Finden wir uns wieder hier so einen Bottich machen. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein bisschen Scharfschützenmunition. Die nehmen wir mit. Können wir das aufmachen? Hallo? Oh, Alter, hier muss aber auch einer eine krasse Party gefeiert haben hier. Ekelhaft. Waschbecken? Ja, denn warum benutzt man denn auch das Waschbecken nicht mal? Sieht schon aus wie Sau. Ich kann es aber noch nicht nehmen. Ikon ziehen und nehmen. Da machen wir es einfach mal so. Zack. Schlumps, nachladen. Aus, die Maus. Fertig, Laube. Man hört sie noch, ne? Die Regenerados. Jawohl. Und gemischt. Die volle Lötsche. Haben wir sie wieder. Wie gesagt, heilmittelmäßig sehen wir echt Bombe aus. Was? Das ist echt. Da können wir nicht meckern. Was haben wir da? Eine Holzkiste mit Kohle. Die nehmen wir mit. Warum? Scheiße! Ich hätte jetzt mal nicht kommen sehen. Du Lappen. Okay, er ist irgendwo. Spring da rüber, Alter. Mach doch mal Lack. Und? Sehr, sehr unnötig. Thank you.
Okay. Scheiße. Scheiße. Oh, echt jetzt? Hier trifft der Penner mich, ey. Das darf doch nicht wahr sein. So. Fehlen wir mit der Schlonze ruf? Nee, mit der Schlonze ruf. So. Revenge, Motherfucker. So. Schön, das kann man nehmen. Das ist ja sehr gut. Das ist sehr gut. Unten hat man noch ein grünes Kraut. Das hole ich mir mal schnell, bevor es weg ist. Sehr schön. Dann haben wir hier noch eine Brandgranate. Brandgranate wäre natürlich auch eine feine Sache. Aber... Jetzt hätten wir sie nehmen können. Sehr schön. Ich muss wirklich mehr Granaten benutzen. Ich muss, also... Ich heb die immer nur so auf alle und denk so, naja, wer weiß, irgendwie... Können wir vielleicht noch zu... Ja. Kommen wir hier vielleicht noch mal zu irgendeinem üblen Bossfight, wo ich lauter Granaten werfen muss. Geht. Wie, willst du nicht haben, oder was? So, jetzt reicht's mir aber auch hier mit dem. Knie ich wieder um. So, money, 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 money. Und das ist die Schlüsselkarte. So, jetzt schauen wir mal kurz. Können wir hier... er muss den Notschalter deaktivieren. So, leerer Spind. Red Hawk, Pistolen, Munition. Okay. Hochgekraxelt. Das eigene Umdrehen von dem Typen habe ich jetzt gerade. So, okay, gut, vielleicht können wir ja... Nein, hier ist noch mehr TMP-Munition, die ich nicht nehmen kann. Es ist doch bescheuert. Wirklich, es ist doch beknackt. So, das Schnäper ist auch voll. Ja, es wird, also... Es ist bescheuert. Gold...
natürlich auch mit. Schlüsselkarte wurde entfernt. Die pickeln wir wieder rein. Und Fässer. So, okay, alles klar. Wir opfern einfach eine Bankkarte jetzt. Mir reicht's. Mir reicht's schon lange, ja. Freunde. So, dann holen wir uns hier vorne noch. TMP. Da war das. Munition. Und jetzt haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen auch für die TMP, ne? Aber letztendlich, was halt auch ganz cool ist, dass wir in dem Falle ordentlich Munition für die Shotgun haben. Ja, also halt kurze Distanz. Und für die lange Distanz haben wir auch echt viel Munition. Das ist echt, also halt in Form vom TMP und natürlich halt auch dem Scharfschützengewehr. Und das ist ganz geil. Das ist wirklich... sind gut aufgestellt. Zur Heilung an sich muss ich glaube ich nicht sagen. Davon haben wir ja wirklich mehr als genug. Und von daher, ich... ja, eigentlich läuft's ganz gut bis jetzt. So, ich kann mich jetzt aber... oh je. Ja! Nice. So, wo war denn jetzt hier der andere Blüllekin hier? Wo ist denn der Knopf? Wo ist denn der Knopf hin? So, da ist der eine. Ist hier noch eine? Nö. Flump. Vielleicht hier hinten. Ja. So. Können wir nur die Granate mitnehmen. Ach, fick dich doch bitte selbst. Mach halt so. So. Hier unten haben wir auch alles aufgeräumt. Super, alles klar. Let's get to the gate. Zaghaft öffnet er die Tür. So. So, was, ihr Pinsel? Da. Und noch nicht tot. Und lassen nichts fallen, Alter. Nichts. Das, also das... Mann, ey. Fair ist das doch nicht, oder? Das ist doch einfach nicht fair. So, haben wir hier? Nö, noch irgendwie einen Zettel? Versucht Fahrrad? Okay. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Uns Ada jetzt nochmal rausgeholt. Also, was ja nur total sinnlos ist, ist diese völlig bekloppte Jiggle-Physik bei Ashley irgendwie. Also, was soll denn das nun irgendwie? Ja.
was für ein Quatsch. Louis Notiz Nummer 5. Von Beginn der Forschung an haben wir nach einer Methode zur sicheren und praktikablen Beseitigung der Plagas gesucht. Ironischerweise hat sich herausgestellt, dass es bei dieser Forschung nicht um die Beseitigung der Plagas aus dem infizierten Körper ging, sondern darum, eine Methode zu entwickeln, die das Entfernen verhindert. Schließlich fanden wir heraus, dass die Plagas entfernt werden können, wenn man sie bestimmten Bestrahlungen aussetzt. Der einzige Nachteil dieser Methode ist, dass sie sehr schmerzhaft ist. Da die Plagas sich an den Nerven haften, besteht das Risiko, dass das Bewusstsein des Wirts dadurch beeinträchtigt wird. Ein weiterer erwähnenswerter Fakt ist, dass die Prozedur den Wirt töten kann, wenn die Plagas adultes Stadium erreicht haben. Das ist inflationär. Wenn man sich die Alternative überlegt, ist das aber vielleicht gar nicht so schlimm. Ja. Okay, also. Ente oder Trente, trau dich oder lass es irgendwie. So, mal gucken, ob der Händler hier hat für uns. Got a selection of good things on sales. What are you selling? Ja, nicht, Alter. Nüchte. Aber auch so Nüchte. Was haben wir denn noch? Perle. Ah. I'll Schmalt. Is that all? Ja, das ist nicht dick. Das ist nicht dicker. Ich würde sagen, das grüne Auge. Is that all, stranger? Hör uns jetzt weg. Thank you. Is that all? Thank you. Maske, tja, ich weiß nicht, ob... What are you buying? Wie ist denn das hier eigentlich, wenn wir jetzt hier sagen... Okay. What are you buying? Denn für alle Waffen eigentlich ein Exklusiv... Tuning in dem Sinne? Ein Exklusiv-Upgrade? Das wäre krass. Kann man das mal irgendwie verifizieren? Hier zum Beispiel. Come back anytime. Come back anytime. So. Blick auf der Karte. Okay. Da müssen wir hin. Gut. Gehen wir da hin. Komm mit Ashley. Unscharmanter Typ, Alter. Nummer eins. Sag mal, der hat aber jetzt hier lange ausgehalten, der Kumpel. Ist noch ein paar Meter gelaufen ohne Kopf. Kann man noch? Ja, ich habe da. So, okay. Aber nüchte hier irgendwie, wa? Nüchte. Da jetzt wieder zurück. Das bringt uns nichts. Ich habe da. This hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. You sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right, guess I'm up. Huh?
You okay? I don't know about you, but I think it's time we go home. Ja, gut, das war's dann auch mit den Las Plagas in uns. Wir sind quasi frei. Das ist ja mal ein geil, ne? Das ist ja mal ein Träumchen. Ein Träumchen, sag ich. Was hat denn hier? Sieht auch nicht so koscher da oben aus. Vielleicht nehmen wir mal die Schlunze. So, okay. Oha, okay, alles klar. Können wir nochmal ein bisschen aufmunitionieren. Unsere Aufgabe. Die Mächte der USA, oder die Macht der USA, ist auf drei Gebiete verteilt. Das Justizministerium, die Verwaltungsorgane und das Militär. Um an diese Macht zu gelangen, müssen wir Los Emilianos zuerst die Ratgeber der Präsidenten beeinflussen. Sollte die USA hinter unseren Plan kommen, wäre der Schaden gering. Wir wären noch immer in der Lage, das Land wie geplant zu vernichten. Wir machen uns die Internationalität ihrer Macht zunutze und unterwerfen die ganze Welt. Falls unser Plan doch nicht so reibungslos läuft wie erwartet, kommt Plan B zum Einsatz. Wir infiltrieren die USA mit unseren infizierten Leuten. Angst und Chaos werden sich wie ein Virus verbreiten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Land seine Stabilität verliert. Und wenn es am schwächsten ist, werden wir aktiv. In beiden Fällen kann uns niemand davon abhalten, die Welt zu beherrschen. Ja, das, also, ne? Egal wie, sie gewinnen. Brandgranate. TMP. Like Dynamite. Okay, gut. Und ich denke, wir sind jetzt gerade. Welcome! An einem. Got a selection of good things. Come back anytime. Wenn ich jetzt hier auf die Karte schaue, ich. Wir sind jetzt an einem Point of No Return. Ich würde jetzt tatsächlich hier mal massiv ausmisten. Ja, ich würde gerne ein paar Sachen verkaufen. Und mir die Killer 7 kaufen. Ja. Und das tun wir jetzt mal. So, okay, alles klar. Wir sind fertig. Wir haben uns aufmunitioniert. Ich zeige euch kurz, wie es aussieht. Ich habe eine Menge verkauft. Ihr seht, ich habe das Scharfschützengewehr noch, die TMP, die Schlunze. Die Red 9 habe ich verkauft, weil wir sie jetzt nicht mehr gebrauchen können. Heilung ist jetzt nochmal ein ganz wichtiges Thema. Die bei den Granaten eigentlich, ich weiß nicht, ob sie wirklich noch von Nutzen sind irgendwie. Wir werden sie trotzdem behalten. So, Freunde, so werden wir jetzt in den Krieg ziehen. Und so wird es jetzt enden. Das können wir von mir jetzt auch noch mitnehmen. Something's not right. Ashley, you stay here. Ada! Better try a new trick, because that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Ada!
Ah, und wieder nur eine Freakshow Deluxe, Alter. Es darf doch alles nicht wahr sein. So, wir gucken mal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh. Okay, alles klar, das haben wir geschafft. Wo ist er? Na, das bringt ja ganz besonders viel. Ja, klar. Kann man machen. Oh, scheiße. Oh, shit. Wo ist denn jetzt ein Auge? Nein, lass mich! Okay. Und immer treffen reicht oder was? Ach, Menno. Oh, mach nicht so was. Komm. Lalalala. Und gib ihm. Show me your eyes, my friend. Und machst du nochmal Glubsch auf? Ja, mach dann nochmal Glubsch auf. Use this. Was haben wir denn? Ein Rocket Launcher, my friend. So, den holen wir uns doch. Und wir haben keinen Platz. Das darf nicht, also wirklich. Es ist also das. Schon fast mantraähnlich bete ich, dass dieses Spiel hinunter, dass wir einfach keinen Platz haben. So, jetzt wäre total geil, wenn ich jetzt nicht daneben schießen würde. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Gotta go. If I were you, I'd get off this island too. She really pushed it. Here, catch. Better get a move on. See you around. Very cute. Der Jetski-Schlüssel. Naja. So, alles ist wieder in Ordnung, alles geht wieder. So, mal gucken, was Zettler hier hat fallen lassen. 100.000 Pesetas. Na, das ist natürlich eine dünne Kiste. So, hier ist noch eine Handgranate, die ist mir jetzt aber eigentlich total scheißegal, weil wir brauchen sie jetzt nicht mehr. Jetzt heißt es, sich von der Insel verpissen, weil Ada hat uns mal wieder verarscht.
We have to get off this island now. It's gonna blow any minute. It's gonna what? Und intuitiv wussten wir natürlich, dass wir hier in diesen Kanickelbau rennen müssen. Ja, das ist nicht einfach nur ein Höhlengang, eine Mine oder irgendetwas anderes. Meine Fresse, das waren jetzt 6 Meter freier Fall. Kann man machen. Leon ist halt einfach ein knallharter Ficker. So, weiter geht's. Ja, und auf uns wartet ein Jetski. Hurra! So, wir werden jetzt mal nur eine Jetski fahren. Hang on, sweetheart. Hang on, sweetheart. Und jetzt werden wir mal Feuer geben. Eieieiei. So, das ist tatsächlich recht arkadisch. Ich hoffe, dass ich jetzt hier wuppen werde. Ansonsten werden wir sterben. Und da geht die Insel in die Luft. Wait! Behind us! I know! Just hold on! Ja, und das Ding feuert natürlich ohne Ende. So, diejenigen, die schon mal Jetski gefahren sind, wissen, wie schnell man sich von diesem Scheißding runtermaulen kann. Also, ne, da muss man... Go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Wir haben es geschafft. Wie schön. Oh, ich werde beschissen mit Ende. Also, das ist wirklich irgendwie... Na, warst du noch bei überstanden? Aber es war ein tolles Spiel. Es war auch nach Jahren wieder ein tolles Spiel, muss ich sagen. Es, ich hatte damals ja auf der PlayStation 2 gespielt und es war damals 2005 rum eine recht besondere Zeit für mich irgendwie mit diesem Spiel. Deswegen verbinde ich sehr viel mit diesem Spiel. Und ja, es kommen definitiv auch nostalgische Gefühle hoch, irgendwie. Jetzt auch mit diesem Abspann zusammen. Der übrigens auch nicht ohne ist, weil hier sieht man quasi die Dörfler, wie sie ihr normales Leben geführt haben und denn doch langsam mit Las Plagas überhaupt in Verbindung gekommen sind. Ne? In Berührung, also nicht einfach nur so stumpf durch dieses Bergwerk, sondern es wird so ein bisschen die Geschichte von diesem Dorf. Pablo? Das kann ich irgendwie. Puelo? Pomelo? Erzählt? Scheißegal. Also, wie gesagt, ich fand, es war ein tolles Spiel. Ich hoffe, ihr habt auch ganz viel Spaß dabei gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie zeitgleich das jetzt hier released wird. Wir sind ja immer fast live, ja, mit unseren Aufnahmen. Es ist ja eine neue Serie rausgekommen. Resident Evil Infinity. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Irgendwie. Ich habe viel jetzt erstmal so davon gehört, so auch auf YouTube. Die soll ziemlich geil sein. Und ich bin gespannt. Ich denke, wenn ich das hier beendet habe, werde ich die mir mal geben. Irgendwie. Ich bin jetzt gerade drin im Resident Evil Fieber. So, und hier sieht man auch echt
wie sehr sich Resident Evil 8 Village irgendwie an Resident Evil 4 orientiert hat, ne? Also, Dorf, Schloss, ne? Allein, naja, dieser ganze Armeekomplex irgendwie, der ebenfalls mal bei war, ohne jetzt zu viel von Village an der Stelle spoilern zu wollen, aber man sieht so eindeutige Parallelen und ja, einfach, die Leute haben sich so unheimlich an diesem Spiel orientiert irgendwie, weil es damals echt ein wirklich toller Erfolg war. Ne? Die Charaktere sind halt skurril. Also, Krauser. Krauser. So the bitch in the red dress. Mm. I kill you all. Was ein Typ. Ne? Osman Zeller oder hier, der Ramon Salazar. Ja, was. Großartig. Also, das hat mega Spaß gemacht. Eins kann ich hierzu jetzt noch sagen. Es gibt noch ein kleines DLC dazu. Ja, wenn man es mal so DLC nennen kann. Es ist halt ein separater Spielmode. Es ist Separate Ways. Ja, wir haben ja öfters jetzt Ada Wong gesehen, wie sie an bestimmten Teilen des Spiels auf Leon und Ashley gestoßen ist. Und wir spielen in diesen Separate Ways den Weg von Ada Wong. Und ich bin gespannt. Wir werden ihn spielen und der wird auch kommen auf dem Kanal. Und ich kann nur hoffen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst Liebe da und zeigt, dass ihr da wart. Und hey, wir sehen uns beim nächsten Part. Hunnigan, is that you? Finally, the line's jack free. Hey Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Story of my life.